Ja, wie versprochen, wir sind direkt hier wieder im Let's Play. Da Momsi spielt für euch Dishonored. Und nach wie vor sind die Schwachpfeifen da vorne leider ein bisschen aufgewühlt. Denn ich hatte mich ja gerade direkt vor ihren Nasen teleportiert. Aber wir haben die Note abgeliefert hier für diesen Lord Shaw. Das haben wir hingekriegt. So ein bisschen die Mana aufgebessert. Und ich glaube, die beruhigen sich jetzt auch gleich langsam wieder. Und dann können wir es nochmal versuchen. Aber ich werde gleich sagen, ich finde es blöd, dass wir hier übrigens auch auf die... Doch, Moment, ich erzähle gerade einen Shit, oder? Nee, ich erzähle Shit, doch. Ich hätte nämlich gerne auf der rechten Seite, anstatt dem Schwert, die Crossbow. Aber das ist vergebene Liebesmüh. Ist egal. Ja, ja, ich hab's mir schon fast gedacht, dass du denkst, dass ich hier irgendwo bin. So, wir müssen gucken, ob wir das schaffen. Irgendwo. Ja, ich müsste eigentlich irgendwie da hoch. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ein bisschen doof. Ja, jetzt haben sie mich, glaube ich, gesehen, aber whatever. Okay. Ja, lass die mal machen. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ne, mit Alarm ist doof. Ach so, ja, jetzt müssen wir uns wieder dahin blinken, oder was? Das ist ja scheiße. Nee, dann gehen wir jetzt gleich einen Alternative Route. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich einfach hinlaufe. Bei dem Blink hatte ich nämlich vorhin auch was anderes ausgelöst. Wir warten jetzt einfach mal. Ich will nämlich wissen, was passiert, wenn ich einfach mal. Pendleton, what's he got to say to me? Was sagt er genau? Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Okay, ich lass das mal so, jetzt doch so stehen. Ich save jetzt in der Tat mal hier unten ab. Mal gucken, was machen denn die da jetzt. Jetzt gehe ich wieder hin, ist mir jetzt egal. Bestimmt eine Rune. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger Lord Trevor Pendleton and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from three. You may then turn and fire at will. Get on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Okay, wir müssen uns jetzt duellieren. Sorry, my lord. We shall proceed. Stop. Stand right there. Was? Three. Two. One. Ja, hallo? Aha, okay, alles klar. Ich hab's mir gemerkt, der schießt hier nämlich. Ich schieße nur mit Platzpatronen. Ja, ja. Ist okay. Nee, Moment, hier sind wir wieder beim Problem, wo das Spiel natürlich nicht die Quicksaves lädt, sondern die Autosaves. Denn wir waren hier. So, ab zum Duellieren und dieses Mal nehmen wir unsere eigene Knarre. A contest of honor will take place. This anonymous gentleman acting for the challenger Lord Trevor Pendleton. Babbelnet. Lord Shaw, the challenged party.
You will each turn and proceed to marked positions. Uh-huh. Remain facing away from each other as I count down from three. You may then turn and fire at will. Get on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. Pass mal auf, Junge. Diesmal machen wir das anders. Stop. Stand right there. Three. Und dann mal Sleep Dart. Two. One. Firing. I need more men. When I find you, it's gonna bear you. Na, was geht, Mann? Oh, ist das ein Shit, Mann? Ja, komm her, Mann. Ich will wissen, was der Shaw dann zu mir sagt. Autsch! Ich will wissen, was der Shaw für mich übrig hat. Ob das sich überhaupt gelohnt hat, den da jetzt hier... Ja, Coin und Bullets. Nee, ich mach das anders. Alter, das kostet jetzt zwar Zeit, aber das ist mir echt egal. Ich will das anders lösen. Das muss anders gehen. Ja komm, ich hab da so ein paar Ideen. Wir machen das nämlich nicht mit dem Sleep Dart, sondern wir machen das anders. Wir machen das mit dem normalen Sleep Dart auf die anderen zwei. Ich guck jetzt einfach mal. Halt jetzt die Klappe und mach hin, Mann. Ich will das hier lösen. Get on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. Stop. Stand right there. Three. Two. One. New Mission Clue. And that's another patron dead. What do we do? So, jetzt wechseln wir auf die Pistole, dass sie es nicht merken. It's lucky we're in demand. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Let's see if we can find a little brandy. Let the Boyles clean up the mess. Okay. Na gut, hat zwar zweimal gedauert, aber wir haben es geschafft. So, muss ich denn diesen Kerl da irgendwo hinbringen? Ja, also. Also, wir wären jetzt soweit im Let's Play weiterzumachen Richtung Party. Das werden wir auch tun. So können wir mit denen reden. Nein, die haben uns nichts zu sagen, also gehen wir Richtung Party. Ne, ich bleib noch in den Garten. Ich will gucken, ob ich von oben irgendwie einfacher rankomme, aber ich hab zumindest... Nee, das wird nichts. Ich hab vorhin nämlich gesehen, dass oben ein Guard rumläuft. Naja, gehen wir da rein. Was soll's. Das wird jetzt bestimmt etwas anstrengender, wie hier im Außenbereich. Put that away and leave, or I'll have you put down. Wie kann ich Waffen einstecken? Empty Hands. Gibt's das? Nö. Das sieht nicht so aus. Ich kann das Messer nicht wegstecken. You put the weapon away and get out of here before I put my men on you.
F. Ach so, 0 ist Empty Hands. Auch nicht. You, sir, with the hand tattoo. Put those weapons away. Ja, wie denn, du Nase? Bin ich jetzt hier zu blöd, die blöde Waffe wegzulegen oder was? Da gibt's nichts. Wir haben Sneaken, wir haben Sprinten. What the fuck? Ja gut, wir gehen mal ins Inventory. Vielleicht kann ich im Inventory das Ding wegnehmen. Ja, 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 mach mal nicht hier blöd rum. Nee. What the fuck? Nee, kann ich nicht. Hallo. Ich will die Waffe ablegen. Kann ich nicht. Alter, das wird gleich noch. Das geht nicht. Ich kann die Waffe nicht ablegen. Na gut. No guests past this point. Welcome to my party. I don't believe you've had the pleasure. Lady Boyle. Wir können bestimmt irgendwas poisen. Aber naja. Naja, wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Vielleicht können wir hier ein paar Sachen klauen. Wäre natürlich schon ziemlich cool, ne? Ach, trinken. Ah ja. Some of us will be great. The Boyles, at least. Step back, sir. I don't cunning costumes. Careful. Welcome to the party. Yes. You look like the dangerous. They say Lydia's the sloppy one. And Waverly's approved. So, die Musik gefällt mir. Welcome to the Boyle Estate. If only I could peek upstairs for clues. Das ist die Lady Boyle, und wir gucken uns einfach mal ein bisschen hier um. You, a gentleman? You're a scandal in that mask. I who invited you? Poor judgment. You don't look familiar. Would you get me a drink? I'd be so grateful. That's quite a mask. Are you on the guest list? Try Miss White in the mask. Are you trying to guess which one is which? I trust you are on the guest list, sir. Die Lady Boyle ist jetzt schon zum zweiten Mal mit dem anderen Ding. It's so hot in here. I'd do anything for a drink. Ja, ja. Get here a drink. Good evening. We found out what the whales could do when it made us an empire. This is the beginning. Okay, dokey. Do you know they've dug down and found the ruins of another city? Excuse me. Hello, sir. Seaman. Thank you so much. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in red tonight. That wanton thing. Additionally, Lydia's in black. Was haben wir denn Neues? Do cheer up. Ugh, you smell like the streets. Been slumming it, have you? Bother me again and I'll speak to the guards. Lydia, oh, Waverly, hello, I'm Esma. Ella. Boah, ist das nervig, ey. Kann ich hier Bilder klauen? Hier kann ich nicht durch. Muss man natürlich auch gleich zeigen. Hier kommst du nicht durch. Evening, sir. You should see this as an opportunity. Go ahead, take it. Everyone does. I had a servant sew me an extra pocket. Indeed. I know your mission tonight. Yes. We must speak privately. Yes, sir. Mr. Bixby. What is it? So, I'm coming to you. I'm a friend of Pendleton's, and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight.
And how to say this? Your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Esma. I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar, and I will keep her safe with me. Okay, sir. Forever. Was, ich soll die jetzt ausnocken und da runterbringen? Alter, seid ihr verrückt? Wie soll ich denn bitte die da runterbringen? Weil das ist nämlich die. Das geht doch gar nicht. Aber warte mal, vielleicht kann ich sie da runterbringen. Moment. Ja, das mache ich noch. Ach so. Esma Boyle ist der. Doch, der White Dress. Wo ist er denn? Ah, da ist nochmal bestimmt auch noch eine Frau Boyle. Hello again. So, wo ist jetzt die Weiße? Oh, falsche Tür. Hier ging's rein. Wo ist die weiße Dame? Da ist. War das die? Ja, nee. Alter. Falter. Wo ist sie? Da. Oh. Hello, handsome. Yes, lady. I'm already seeing two of you, but thanks anyway. Wir versuchen das einfach mal. You're serious, aren't you? I'm really in danger. Oh, but this is perfect. I love it. What happens next? Are you gonna tie me up? Yes. Oh, yes, of course I can. Anything. To keep them safe. Also die Frau Boyle werden wir noch da runterbringen in diesem Let's Play. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Welcome to the Boyle Estate. I'm sure in a few drinks I'll find that mask funny. Ein schöner Popo hat sie ja, die Kleine. Come on, Lady Boyle. Sie steht auf Rollenspiele und deswegen geht sie frei zügig mit uns mit. You remember where have my friends gone to? Oh, there you are. Come on, Miss Boyle. Gonna have a little bit of fun tonight. Komm, jetzt lauf zu, Mann. Wenn alle so langsam wären wie du, dann wären wir übermorgen noch am Töten hier in diesem Boyle Manor. Wir sind sowieso schon, wir haben schon wieder überzogen. Lauf zu, Mädchen. So, darf ich hier überhaupt durch? Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Don't you think this color suits me? So, jetzt kommt die Frage. Geht sie runter? Jawohl, sie geht runter. Da können wir mit, weil nach oben dürfen wir nicht, laut dem Wachmännchen. Come on, Lady Boyle. There is a guard. Mal gucken, was der Guard jetzt sagt, wenn ich da unten auftauche. A handsome group of guards we have. I hope this plague lasts forever. Na komm, lauf zu, Schatz. Here we are. What shall we do with ourselves? Nothing to say? You are an odd one under that mask. So, jetzt wird's gefährlich. Ich mach mal einen großen Save, weil ich nämlich jetzt nicht genau weiß, was passiert, wenn ich die Waffe raushol.
Hä, wieso kann ich... Ich kann die nur töten. Wieso denn das? Hä? Ach so, Knockout. Ich kann sie nicht... Ja, ja, ich weiß. Ich muss sie hier mit einem Sleep Dart anschießen. Ist sie jetzt unconscious? Ja. So, also, hätten wir das geschafft. Wir sind echt brav, ne? Also, wir sind hier irgendwie nicht so ein Arschloch, ne? Ja, mach ich doch gerade. Ach so, ich muss sie in der Tat hier ablegen. Das ist ein Ziel, so. Ja, hallo? Habe ich doch jetzt gemacht. Oder muss der jetzt wieder die Waffe wegnehmen? Jetzt muss ich stehen bleiben, damit er wieder die Waffe einzieht. Oh Mann, Corvo, mach jetzt. Oder muss ich sie ihm so geben? Oh, alter Schwede, was ist denn jetzt das? So, komm, besser kann ich sie nicht hinlegen, ja? Also... Und dann? Muss ich da noch was aufmachen? Was denn? Komm jetzt, Corvo. Steck doch das Messer weg, damit ich mit dem reden kann. Oh, ist das nervig, Alter. Mach das Messer weg. Wir warten, bis Corvo das Messer wegsteckt. Ich höre da was. Eine Rune oder irgendwas. Basement Vault Key. Wahrscheinlich kriege ich den jetzt von diesem Knödel da unten, wenn mein Corvo mal das Messer wegstecken würde. Wieso kann Corvo das Messer nicht wegstecken? Ich finde das doof. Ja, da ist eine Rune. Danke. Ich will diesen Schlüssel. Messer weg, Corvo. Alter. Das ist nervig. Vielleicht kann ich das da oben, wenn ich ein Stück weiter hochgehe. Steckt das dann wieder an. Oh, schnell weg. Ich muss zurück. Der macht nur die Tür auf und zu. Alter, ich will doch nur mit dem reden, Mensch. So, und wir machen hier einen Cut. Das wird mir hier zu blöd. Und ich warte jetzt, bis mein Corvo das Messer wieder wegsteckt. Und dann machen wir im nächsten Let's Play mit der Quatscherei hier weiter. Und machen innen auch weiter mit der Mission. Und schleichen uns noch oben in die Bettgemächer. Bis gleich, der Momsi.